Hoher Landesparteitag bei einigen, darf ich ja sagen, werte Freunde. Wir kennen einander schon etliche Jahre. Ob das der Reindl Andi ist, die Berger Karin ist, die Marlis, der Hermann, der Volker, der Andi, der andere Hermann. Und wir beide werden uns auch sicher noch besser kennenlernen. Ich freue mich, hier Grußworte sprechen zu dürfen. Und wie die Marlene vor 2 oder 3 Tagen mir eine Nachricht geschrieben hat, ob ich nicht Grußworte sprechen möchte, habe ich zwischen 2 Sitzungen gesagt, natürlich mache ich gerne. Und erst auf der Fahrt hierher heute habe ich mir gedacht, welche Grußworte überbringst du eigentlich und für wen überbringst du Grußworte? Wir haben heute den Bundesparteiobmann hier, der für die Bundespartei sprechen wird. Wir haben die Möglichkeit, dass ich für die Europafraktion Grußworte überbringen könnte. Aber wie ich gestern am Abend ins Internet hinein sehe und merke, dass die Marlene mit der Frauke Petri da bereits einen Abend, bevor der Heinz Christian und ich die Frauke Petri auf der Zugspitze heute getroffen haben, auf Du und Du macht, habe ich gemerkt, sie kann euch dasselbe erzählen, was ich euch vielleicht erzählen könnte. Aber was ich hier berichten könnte als Grußwort, ist vielleicht das eine oder andere über sie zu erzählen, was heute nicht zu Wort kommen wird. Und Dinge, die auch ihr nicht wisst, nämlich wie es sich vor 3 Jahren begeben hat und ich mit dem Heinz Christian bei einem Jubiläum in Salzburg war und das Jubiläum hat einen Vorgänger der Landesparteiobmänner betroffen, dessen Name man nicht erwähnen braucht, aber rede so mit den Leuten, auf einmal steht ein junges Mädel vor mir, schaut mich mit ihren coolen Augen an und sagt, du, wie geht denn das in der Politik? So, und ich habe mich breitschlagen lassen zu dozieren, wie das denn so sei in der Politik und sie hat ganz, ganz interessant zugehört und es war ein sehr, sehr anregendes und tolles Gespräch, das sich irgendwo im Laufe des Abends wieder verlaufen hat, wir auseinandergegangen sind und die Zeit ihren Lauf genommen hat. Und dann, es muss sich 10, 14 Tage später ereignet haben, schlage ich die Tageszeitungen auf und sehe im Standard einen Riesenleserbrief von einer Marlene Swatzek. Und ich dachte mir, Herst, die kennst doch, ja, damals noch als Salzburg. Und dieser Bericht war so fundiert geschrieben und von so einer logisch guten Gedankenführung, dass ich wirklich beeindruckt war. Habe aber nicht zum Hörer gegriffen, sondern habe die Zeit weiter ins Land ziehen lassen und wenige Tage später, ich erinnere mich noch gut, waren es die Salzburger Nachrichten, wo wieder ein Leserbrief drinnen war von ihr, wo sie in einer unglaublich guten Art und Weise einen politischen Zugang zu den Themen entwickelt hat, dass ich mir gedacht habe, das Mädel ist einfach ein gescheites Mädel. Und dann habe ich in weiterer Folge angerufen und habe gesagt, du, was du da machst, ist was Hervorragendes. Wir auf Bundesebene suchen auch immer wieder jemand, der uns dienlich sein kann bei der Erarbeitung von politischen Argumentationsrichtlinien, die wir dann entsprechend verwenden wollen. Und ich habe gesagt, wenn du in Wien bist, ruf doch an. Und dann kam sie nach Wien und wir haben einander getroffen, ich habe sie ins Parlament rübergeführt vor den Plenarsaal. Wieder schaut es mit so großen Kulleraugen rauf und mit selben Kulleraugen in den Nationalratssaal hinein. Und ich habe damals vielleicht noch nicht erkannt, dass er sich gedacht hat, da will ich auch einmal hinein. Und habe halt gesagt, wie das in der normalen Art und Weise den Fortgang nimmt in der Politik und dass die Politik nicht nur Lichtseiten hat, sondern auch sehr, sehr viele Schattenseiten hat, nämlich von der Belastung, von der persönlichen Substanz, die man hergeben muss, von der Energie, vom Privatleben, das darunter leidet, weil man sein Leben einer höheren Sache unterordnen möchte, nämlich den Zielen, die man in weiterer Konsequenz verfolgt. Und das hat dann den Beginn genommen. Sie hat unglaublich tolle Dinge geliefert. Und irgendwann, ich verkürze das Ganze, war sie dann meine Praktikantin in der Europafraktion, hat was damals noch aus ihrer Heimat Salzburg gemacht und hat damals noch in einer Fernbeziehung zu unseren Leuten in Europa eigentlich deren Herz schon weitgehend erobert, weil sie gesagt haben, eigentlich alles, was von der Swatzek kommt, ist hervorragend. Da brauchst du damit drüber lesen, das passt auf Punkt und Beistrich. Und irgendwann, es ist schon gesprochen worden darüber, dass dann hier dein Dienstverhältnis in Salzburg beendet wurde, zum Glück, und du quasi freier Markt warst und ich dir das Angebot gemacht habe, komm doch zu mir nach Brüssel. Nach einiger Zeit des Hin- und Her-Überlegens kam sie tatsächlich nach Brüssel und hat dort eine derart zentrale Rolle eingenommen bei all jenen politischen Dingen, die wir tagtäglich zu erarbeiten hatten, dass heute wirklich ein großes Loch auch
bei uns gerissen ist. Nicht nur arbeitstechnisch ein großes Loch, das sie bei uns hinterlässt, sondern im ganzen Büro, in unserer Bürogemeinschaft, auch ein kleines Loch in unser Herz der Bürogemeinschaft gerissen hat. So, was ich euch über sie sagen kann, ist das Folgende. Sie ist jetzt ein Prototyp. Sie ist die jüngste Landesparteiobfrau, sofern ihr euer Vertrauen ihr auch entsprechend schenkt, von ganz Österreich. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Vertrauen ein gutes Vertrauen ist. Weil sie sich auch, und ich habe mit ihr gesprochen, nicht begreift, dass eine Chefin, die vorne steht und sagt, das muss so oder auch anders sein, weil sie sich als Teil einer Gemeinschaft begreift. Und die Pflicht der Gemeinschaft ist es dann, vor ihr zu stehen, hinter ihr zu stehen, neben ihr zu stehen, aber nicht so dicht, dass man ihr auf die Zehen dabei steigt, sondern die Leine locker lässt. Das Vertrauen muss man haben in sie, dass sie diese Dinge hervorragend und auch entsprechend gut bewerkstelligt. Die Dinge, denen wir uns stellen müssen, sind fulminant. Der ganze Kontinent droht zurzeit den Abgrund hinabzugehen. Er droht überrannt zu werden aus Afrika, aus Arabien. Die Wirtschaftssituation, die Währungssituation drohen zu kollabieren. Noch kann man überall den Deckel draufhalten. Die Situation ist wahrlich keine einfache. Und jeder, der auf seiner Ebene es schafft, in seinem Verantwortungsbereich, ob es eine Gemeinde ist, ein Bezirk ist, ein Land ist, ein Staat ist oder hier auch auf internationaler Ebene, muss das Beste geben, um für sein Land, um für diesen Kontinent seine eigene Identität auch entsprechend schützen zu können. Bevor ich jetzt zu lang wäre, schließe ich mit Folgendem. Als die Marlene zu mir nach Brüssel kam, kam eine Nachricht über Facebook, kurze Zeit nachher. Die war vom Papa von der Marlene. Mit der Verpflichtung an mich, bring mir meine Marlene wohlbehütet und gut zurück. Da hast du sie. Sie ist nicht nur wohlbehütet. Sie ist nicht nur bestens ausgebildet, auch international. Was ich ihr an Rüstzeug mitgeben konnte, das habe ich gemacht. Und genauso wie du damals gesagt hast, bringen wir meine Marlene zurück, sag ich heute an euch. Passt auf meine Marlene. Sie ist es wert und du geh weiter den Weg des Geraden, des Ehrlichen und in letzter Konsequenz bleib einfach du. Glück auf und danke.